Der bisherige Tabellenführer der italienischen Serie A, SSC Neapel, musste sich am Sonntagabend mit einem 0:0 bei Inter Mailand begnügen. Damit zieht Rekordmeister Juventus nach dem Sieg gegen Udinese Calcio nach 27 Spieltagen vorbei an Tabellenspitze. Die himmelblauen Neapolitaner, zuletzt in der Europa League gegen Fußball-Bundesligist RB Leipzig im 16. Finale der Europa League das Nachsehen hatten, scheiterten gegen Mailänder vor allem an der Chancenverwertung. Nachdem der erste Durchgang von nur wenigen Offensivaktionen gekennzeichnet war, schaltete Neapel in der zweiten Hälfte einen Gang höher. Doch weder Lorenzo Insigne, 67., 81., noch Dries Mertens, 70., konnten ihre Gelegenheiten zum Torerfolg nutzen. Inter, das nach dem Remis weiterhin auf Rang 5 der Tabelle stecken bleibt, hatte durch einen Kopfball von Skriniar an den Pfosten 48. und Goalgetter Mauro Icardi 78. besten Gelegenheiten zur Führung.